Christian Geller ist der Mann, der dir einen musikalischen Maßanzug schneidert, der das Konzept, die Idee für dich mitentwickelt, gemeinsam mit dir als Künstler, um dich authentisch zu erzählen. Und ich glaube, nur das funktioniert, weil der Zuhörer das nicht nur hören, sondern auch fühlen muss. Und Christian ist es gelungen, mich musikalisch zurückzuholen, mein musikalisches Comeback zu machen. Und dafür werde ich mein Leben lang dankbar sein, denn ich habe das für mich persönlich gebraucht, nach meiner Casting- und nach meiner Band-Vergangenheit mir auch zu beweisen, dass ich als Solokünstler funktioniere. Das ist eine Sache, die jahrelang in mir drin gebrodelt und gekocht hat. Und gemeinsam mit Christian ist es gelungen. Für mich persönlich ist er der Hit-Riese, der Hit-Gigant und ja, hat mich letztendlich zu einem erfolgreichen Solokünstler gemacht. Und dafür werde ich mein Leben lang dankbar sein. Grazie, Christian. Die gehört auch dir. Grüße gehen raus an Christian Geller. Macht immer viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Sehr professionell und für mich eine der Besten in diesem Geschäft, ganz klar. Liebe Grüße gehen raus, ole ole. Ma se poi ci penso su, la donna mia sei tu. Ich will nicht garantieren, dass ich nicht halten kann. Will mit dir was erleben, ist ja gleich als irgendwann. Und ich gebe so viel zu. Christian hat das große Talent auch bei weniger offensichtlichen Gelegenheiten Erfolgspotenzial zu erkennen. Heino, die Rock singt,
Giovanni jetzt erfolgreich mit italienische Schlager und dann auch noch ein Boyband-Jungen erfolgreich kriegen. Ja, wir wissen alle, dass eine erfolgreiche Boyband-Vergangenheit fast niemals eine Garantie ist für eine Solo-Karriere. Aber er sah damals in mir Potenzial. Das ist etwas, was ich niemals wieder vergesse. Wir haben es zusammen geschafft, mein Debütalbum Kopf aus, Herz an auf Platz 1 in den deutschen Charts zu kriegen und arbeiten jetzt an das zweite Album. Also Christian, ich freue mich auf die nächsten Schritte und Dankeschön für alles. Vieles falsch gemacht, oft zu laut gedacht, in das Leichtsinn auf das falsche Pferd gesetzt. Vieles ungesagt, zu spät nachgefragt, in den anderen dadurch ungewohnt verletzt. Ich in meine Welt, du in deine Welt, beieinander und dann doch allein. Worten aus uns raus, übers Ziel hinaus, so ein Leben kann nie ganz vollkommen sein. Doch solange wir uns haben, machen wir alles richtig. Solange wir uns haben, ist alles halb so wichtig. Solange wir uns streiten und versöhnen, mit Leidenschaft verwöhnen, solange wir uns haben, machen wir alles richtig. Manche Kleinigkeit stahl uns zu viel Zeit, manchmal schien uns unser Dasein viel zu klein. Doch was wirklich zählt, hat uns nie gefehlt, auf dem Weg, auch wenn wir manchen Schritt bereuen. Solange wir uns haben, machen wir alles richtig. Solange wir uns haben, ist alles halb so wichtig. Solange wir uns streiten und versöhnen, mit Leidenschaft verwöhnen, solange wir uns haben, machen wir alles richtig. Weil was wichtig ist für mich bei allen Themen, die ich so anfange, ich versuche immer den Menschen hinter dem Künstler zu sehen. Mhm. Und beschäftige mich, bevor man ins Studio geht, wirklich sehr, sehr intensiv mit der Persönlichkeit dahinter. Also wenn man das mal vergleicht mit den 80er Jahren zum Beispiel, viel zu viel Make-up, viel zu große Frisuren, da hat man viel versteckt. Was man heutzutage in Zeiten von Reality-TV und also alles das, womit wir heute leben, was unser Leben bestimmt und was unser Leben beschäftigt, das muss eben auch in der Musik eine Rolle spielen. Und das Wichtige ist, glaube ich, die Geschichte hinter jedem Song. Zum Beispiel auch bei Eloy de Young. Ne, Eloy ist ein tolles Beispiel dafür. Also als wir mit Eloy angefangen haben zu arbeiten, habe ich mich sehr, sehr intensiv mit ihm erstmal beschäftigt, mit seiner Geschichte. Und das führte dann irgendwann eben auch zu der Idee, mit ihm eben diesen Auftritt zu machen bei Florian Silbereisen, wo er dann ja auch in Tränen ausbrach, weil er über seine verstorbene Liebe gesungen hat. Und das wollen die Menschen wollen berührt werden mit Geschichten, die sie auch nachvollziehen können und nicht mit großen Popstars, die eigentlich gar nicht erreichbar sind. Nun bist du tatsächlich Nummer eins, mhm, und nicht nur in
eine Art von Chart, sondern also mit Flori und Thomas hast du das Triple geschafft? Ja, das also es ist noch nicht offiziell. Noch nicht offiziell. Aber also es sieht im Moment so aus, sieht sehr gut aus, dass wir diese Woche Nummer 1 in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sind. Wahnsinn. Was ich so auch noch nicht hatte in meiner Karriere, und das ist was mich sehr dankbar, sehr devot sein lässt. Also es ist ganz toll. Was glaubst du, macht diesen Song eben ausgerechnet so erfolgreich? Ich glaube, es ist gar nicht der Song, sondern es ist mehr die Geschichte, dass man so ein ungleiches Paar wie Florian Silbereisen und Thomas Anders zusammen singen lässt. Und auch da, wenn man das auch mal vergleicht mit dem, was ich mit Heino zum Beispiel gemacht habe, das Rockalbum Heino singt Rammstein, auch da sehr, sehr ungleich, aber trotzdem am Ende des Tages dadurch sehr spannend, weil man eben bekannte Dinge in einen neuen Kontext setzt. Und nun hebst du ja, wie wir gehört haben, Menschen und suchst Persönlichkeiten, die irgendwie auch passen auf die Musik. Und dieser Mann hier, Thomas Anders, mit dem bist du im Moment nicht nur erfolgreich in den Charts. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, ihr zwei. Sondern Hallo. Du bist der Mensch quasi hinter unserem Gast, ne, hinter Christian. Naja, Moment, ich bin der Mensch hinter ihm. Genau, und er war aber der Mensch hinter dir früher. Das genau, stimmt. Der war der Mann, der dich in Anführungsstrichen entdeckt hat. Ja. Als die Geschichte von dir haben wir vorhin schon gehört. Du hast ja Demo-Tapes geschickt. Jetzt würde ich gerne mal wissen, Thomas, wie war das? Also du hast ein paar Demo-Tapes von irgend so einem jungen Möchtegern-Künstler bekommen, ne? Und der hieß Christian. Naja, es fing ja damit an, dass Christian irgendwann bei Freunden von uns in dem gleichen Ort vor der Tür stand und von mir eine Autogrammkarte haben wollte. Da machte er aber noch nicht so richtig Musik. Da war ich 9 Jahre alt. Ja. Oh. 9 Jahre war er alt. So, also da war noch nicht so richtig was mit Musik. Aber da kamen plötzlich Demos, und man muss Folgendes sagen, und es kommen ganz viele Demokassetten damals noch, das gibt's ja alles nicht mehr, die flatterten irgendwie nach Hause, und das war zum Teil ganz gruseliges Zeug drauf, und man hatte auch nicht immer die Lust, das Ganze anzuhören, konnte auch nicht, weil man permanent unterwegs war. Und dann habe ich mir mal die Sachen von Christian angehört, also ein paar Jahre später, als er dann Musik machte, und da dachte ich, puh, das klingt eigentlich gut. Und so kam das eigentlich, dass ich dir den Kontakt zu ihm aufnahm und dass wir uns besprochen haben. Und daraus ist dann irgendwie, Christian, wie viele Jahre sind das jetzt? Wir haben 30 Jahre, oder wie viel ist das? Also, ich muss jetzt rechnen, ist daraus geworden. Das ist schon eine große Geschichte. Ja. Was schätzt du, Thomas, an ihm? Naja, also vorhin ist Christian und ich, wir haben das gleiche Sternzeichen, die sind beides Fische. Na also dann. Wir sind gar nicht so. Läuft. Ja, aber das sagt sehr viel darüber aus, dass wir sehr, sehr positiv denken. Also wir gehen immer positiv und wirklich voller Elan in den Tag. Vom Menschlichen bei Christian muss man sagen, und das kann ich ja nun wirklich beurteilen, dass er ein ganz, ganz toller Familienmensch ist, ein Familienvater. Und das ist immer wieder in unserer Arbeit, dass er sagt, ich kann das nicht, weil ich bin mit den Kindern verabredet. Und das ist ganz toll. Er arbeitet sehr, sehr viel, aber für die Familie hat er dann auch Zeit. Wir haben die gleiche Form von Humor. Also ich glaube, man dürfte bei uns nicht unbedingt so eine Kamera nebenan stellen, weil die Leute, die Leute würden denken, über was erzählen die da? Wir haben auch so Gags immer so zwischendrin, die wir schon seit 30 Jahren haben und die irgendwann bei einem bei uns aus dem Mund rausflutschen. Und dann lachen wir wieder kaputt. Keiner versteht warum, aber wir haben Spaß. Also das sind alles Dinge, die das miteinander umgehen unglaublich angenehm machen. Ja. Total schön, euch so zu sehen. Also merkt man wirklich, dass da eine ganz, ganz starke Verbindung ist. Ja. Es gibt ja Produzenten, die drängen in die Öffentlichkeit, auch Dieter Bohlen und so. Wieso ist das bei dir anders? Wer ist das? Ich hab es gibt ja noch so ein paar andere, Wir haben ja den Schlager-Titan hier heute zu sitzen. Warum magst du das nicht so? Ich glaube, so in der Generation vor mir war das irgendwie schick zu sagen, man ist jetzt irgendwie der große Macker und der große Produzent und so. Das war einfach ein Statussymbol. Man muss jetzt in die Öffentlichkeit, man muss zeigen, was man macht. Ich habe das bis heute zumindest jetzt noch nicht gemacht, weil ich einfach glaube, dass die Menschen meine Musik konsumieren sollten und nicht mich. Ansonsten hätte ich mich ja entschieden, auf der Bühne zu stehen. Das ist irgendwie so meine Haltung dazu. Wenn ich natürlich irgendwann mal eine Anfrage bekomme, hey, hast du nicht mal Lust, in irgendeiner Jury oder sowas zu sitzen? Das könnte ich mir schon vorstellen, weil da ist es natürlich so, da werde ich ja gefragt als Fachmann. Und da geht es nicht darum,
Gossip zu produzieren für irgendwelche Schmierblätter im Zweifel. Also das wäre überhaupt nicht mein Ding. Nee, das glaube ich dir sofort. Was gibst du jungen Menschen mit? Eben so diese, auf jeden Fall auch eine gewisse Penetranz zu haben, wie damals? Ja. Oder was ist heute wichtig? Ich meine, damals ging das eben. Schickste Thomas Anders ein paar Demobänder, aber das ist ja ein Wahnsinn, dass du die überhaupt angehört hast, Mensch. Das ehrt dich ja, finde ich. Dass ich sie angehört habe? Ja. Naja, finde ich auch. Nein, man hört immer wieder natürlich Demobände an, aber die Erfahrung hat doch gezeigt, dass im Grunde 98% nicht brauchbar sind, weil viele Menschen, die halt eben Musik machen, haben dann eine Oma zu Hause, die dann sagt, ach, du musst mal ganz groß raus, du musst mal ins Fernsehen. Mhm. Aber das reicht vielleicht irgendwie für die Familienfeier, aber natürlich nicht für das Business. Und das Business ist knallhart. Da kann Christian auch ein Lied von singen, jetzt übertragen gesagt. Das ist nicht einfach und man muss sich echt gegenüber der Konkurrenz durchsetzen. Ja. Aber ich habe es mir angehört, klar, weil mich hat es auch in einer gewissen Weise auch schon berührt, dass halt eben dieser Junge, der dann natürlich älter war, auch aus meiner Gegend kommt. Ja? Man hat einen ganz anderen Bezug dazu und man hört sich das doch mal intensiver an, dass da dann so eine Qualität bei rauskommt oder dass ich das höre. Das habe ich da in dem Moment nicht erwartet. Und es hat ja funktioniert. Also ich würde sagen, momentan ist Christian der erfolgreichste Produzent, den wir in Deutschland haben. Christian, und, Entschuldigung, Spaß, Christian, das ist deswegen einfach nur ist einen richtigen Weg gegangen. Also alles Danke. Richtig gemacht. Ich möchte zum Abschluss einmal noch kurz sagen, dass für mich dieses Nummer-1-Album, was wir da jetzt aktuell haben, was sehr Besonderes ist, weil Thomas, wie wir ja jetzt auch aus seiner Sicht erfahren haben, Thomas mir geholfen hat, in der Musikindustrie überhaupt Fuß zu fassen. Dass ich ihm jetzt 20 Jahre später sozusagen mit meinem Dazutun diese Nummer 1 ermöglichen kann, die erste außerhalb von Modern Talking, ist für mich natürlich was ganz Großes und ich freue mich enorm, ihm da was zurückgegeben zu haben. Danke, ich freue mich auch, aber dass das dann eben so matcht. Ich glaube, das macht für uns beide ganz besonders diese Nummer 1 besonders. Thomas, vielen Dank. Zeit. Ja, wir haben doch keine Zeit. Ich schalte mich morgen wieder rein. Es war schön, dich gesehen zu haben. Ihr habt mich beide jetzt auch noch mal mit diesem letzten Gespräch wahnsinnig berührt. Vielen Dank, dass ihr meine Gäste seid. Dankeschön. Danke.